Was hier passiert, hat wenig mit dem zu tun, was man aus Gaststätten und Aufenthaltsräumen kennt. Denn im Sportzentrum Rief sind die Profis am Werk. In etwa 3500 Einzelspielen wuzeln sie um die Meisterschaft. Hier wird auf 70 Tischen gespielt. Wir spielen 18 verschiedene Bewerbe an 4 Tagen lang. Wobei die Königsdisziplinen sind das Einzel und das Doppel. Also je nach Herren, Damen, Senioren, Junioren getrennt. Und der Nationencup, wo Nationalteams gegeneinander antreten. Insgesamt an die 400 Teilnehmer aus 25 Nationen duellieren sich um die begehrten Trophäen sowie um Punkte für die Weltrangliste. Deshalb trainieren sie regelmäßig. Wenn ich kurz vor einem Turnier stehe, muss ich natürlich regelmäßig trainieren. Ich trainiere dann dreimal die Woche, entweder zu Hause an meinem eigenen Tisch oder im Verein. Man muss sehr viel trainieren, und zwar alleine trainieren. Das funktioniert, wenn man sich Deckungen aufstellt und einfach die Löcher permanent immer wieder schießt. Was auch wichtig ist, ist das, dass man beim Gegner, beim Decken zum Beispiel, oft einen Rhythmus erkennt. Es gibt Leute, unbewusst macht man oft immer das Gleiche und auf den Rhythmus kann man dann schießen zum Beispiel. Das kennen gute Spieler sehr gut. Die wissen ganz genau, in 2 Sekunden fährt er von dem Loch weg und dann schießt er. Und dann ist meistens vorbei. Ein einfacher Trick verkürzt die Reaktionszeit. Wenn man sich leicht bewegt, ist die Reaktionszeit, dass man irgendwie reagiert, viel kürzer. Das kann man mit einem Auto vergleichen. Von 0 auf 100, ja, ist ein Ferrari sehr schnell. Von 30 auf 100 ist aber sicher, braucht er nicht so lang. Das heißt, wenn man sich leicht bewegt, ist man schneller beim Reagieren. Weil man schon in Bewegung ist einfach. Perfekte Voraussetzungen, um den Ball zu versenken. Welche Angriffstaktiken es gibt, erklärt Profi Florian Brun-Weidinger. Die drei Haupttechniken sind erstens der Zug. Ich lege den Ball neben die Figur, sehe, wo steht der Gegner und schieße dann auf Tor, indem ich ihn zur Seite ziehe und reinschieße. Zweite Technik ist der Pin. Dabei wird der Ball eingezwickt, gleich vor dem Männchen. Ja? Und dann wird entweder nach links oder nach rechts, rauf oder runter geschossen, sagen wir. Ja? Das sieht dann so aus. Dritte Technik, da ist es schlecht, dass ich kein Griffband habe, weil das ist der Snake Shot. Der wird von 80% der Spiellinie gespielt. Man zwickt den Ball so ein. Die Bewegung ist sehr einfach, ich kann mich noch besser auf den Gegner konzentrieren. Legt dann die Hand hier so an, ja, und schaut dann, wo der Verteidiger sich bewegt. Nimmt den Ball zur Seite mit und schießt so rein. Lust auf Tischfußball bekommen? Dann einfach einem der insgesamt 5 Wutzler-Vereine in Salzburg beitreten und den großen Torjubel auf den kleinen Kickertisch übertragen.